So, hallo und willkommen zurück bei Risen. Das letzte Mal ein etwas abruptes Ende. Hat sich leider wieder aufgehängt, das gute Spiel. Ich weiß so nicht mehr, was wir gemacht haben. Ich habe nämlich danach aufgehört, war nämlich etwas bedient damit. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben da die... Ach ja, natürlich. Diese Schlüssel hier haben wir mitgenommen. Und das hat er gesehen. Was ist? Der da... jetzt nicht. Hängt. Gut. Ich habe aber keine Ahnung, was wir eigentlich gerade tun. Genau, die Büffel der Meister, Kristall des Feuers. Eigentlich haben wir nicht mehr viel zu tun. Wir müssen dann... Alles andere ist leicht. Erzähl mir mehr über die Runen. Zunächst wirst du dir einen Kristall besorgen. Um die Runen werden wir uns später kümmern. Wow, okay. Halt! Kein Durchgang. Genau, der lässt uns nicht durch, da aber auch nicht. Halt! Kein Zutritt zum Tempel! Zaubern spielt's noch nicht. Das heißt, wir müssen uns im Stabkampf noch ein bisschen verbessern. Das kann er uns gleich beibringen. Was kannst du mir beibringen? Bessere Waffen mit Ausrüstung im Nahkampf mehr Schaden. Das ist nicht schlecht. Ja, mach mal einmal. Ich will stärker werden. Gut so. 205 Gold, das tut weh. Okay, wir haben aber viel Gold. Wie viel Stärke haben wir jetzt? 43. Okay. Ja, dann... Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können. Da ist ja davor diese Panzerheuschrecke oder was auch immer das war. Die ist nicht leicht zu besiegen. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen können. Wir können uns aber noch bei William... Wollen wir besser einen Stabkampf lernen? Ich will meinen Kampfstil verbessern. Kein Problem. 10 Lernpunkte, wie viel haben wir denn noch? Ja, das machen wir. Kein Unterrichte mich im Stabkampf. Um das ganze Potenzial deiner Waffe zu nutzen, musst du deine Kampftechnik verbessern. Bisher hast du deine Gegner immer direkt von vorne angegriffen. Wirklich gute Gegner werden solche Schläge einfach parieren. Und du vergeudest unnötig Kraft. Aber du kannst auch seitwärts schlagen. So kannst du den einen oder anderen Gegner überraschen. Kann ich auch Kombinationen schlagen? Du kannst den Schwung des ersten Schlages nutzen, um einen zweiten, stärkeren Seitenschlag zu führen. Danke. Ich speichere mal. Zack. Und dann schauen wir halt, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ich bezweifle es hier. Aber wir müssen es schaffen, eigentlich. Also... Uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Als es zumindest zu versuchen. Der Fehler mit den Bäumen ist jetzt auch weg. Ich weiß nicht wieso. Dass man so die, ich glaube Bitmaps sind, sieht. Oh. Okay, das haben wir überlebt. Sehr gut. Es ist doch hier. Ich dachte, haben wir die... Ich hätte geschworen, dass wir die schon mal getötet haben. Vielleicht können wir die herlocken. Ja. Ja. Uiuiui. Ui. Beruhig dich, Kollege. Ja. Ja. Na, wegstecken. Und wieder speichern. Die habe ich gemeint, die Panzergrille. So heißt die, glaube ich, Panzergrille, oder? Ja, Panzergrille. Du wirst mich töten, da bin ich mir sicher. Kann ich dich blocken? Er schließt sich mir nicht ganz gerade. Au, ich treffe dich nicht einmal. Oh mein... Hilfe, Hilfe.
wie soll ich denn die schaffen? Ja. Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Oh Gott. Fast haben wir sie. Nicht aus, wenn wir kämpfen. Ja. Meine Güte. Puh. Sogar nicht von schlechten Eltern. Ich hoffe, es wird da drin wahrscheinlich noch Größeres auf uns warten. Befürchte ich. Das ist die falsche Höhle. Da meine Truhe. Knüppel, Kerzenleuchter, kleiner Rubin. Und der Heiltrank ist Gold wert. Und Speicher an. Na toll. Dumme kleine Gnome. Na? Will keiner? Wieso steht denn eine Panzerkelle davor, wenn hier nur unter Anführungszeichen Gnome drinnen sind? Ich wusste es, die Wände haben tödlich ausgesehen. Nicht laden. Nein, das wird's aufhängen. Ich habe Angst. Also wahrscheinlich, vielleicht verabschiede ich mich wieder, aber das werde ich dann wahrscheinlich zusammenhängen. Nicht zur letzten Folge, nur 15 Minuten. Also hoffentlich bis gleich. Es hat geklappt. Gut, wir wissen. Hier ist eine Falle. Ich sehe da drüben einen Hebel. Hier ist auch eine Falle. Hier sehe ich keinen Hebel. Auf den Hebel kann man ja schießen. Und Telekinese hätten wir eigentlich auch. Kann man nicht schießen. Kann man nicht schießen. Ich dachte immer, man kann auf die schießen. Nee, das hilft jetzt nicht. Doch, sehr schön. Du bist ein toter Gnom. Oder ich bin tot? Ich bin tot. Okay, 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 beruhig dich. Deine Scheiße. Alles andere ist ein guter Kampf. Wen haben wir hier? Nathan. Feuerkristall. Eine schwere Truhe. Mit Gold. Und Mana-Tag, ich weiß. So, da müssten immer noch meine Pfeile liegen. Ich trau mich fast nicht. Sterbe ich da jetzt? Nein. Schön. Gut, dann hätten wir das. Wir haben es tatsächlich geschafft. Das heißt, wir haben alle Prüfungen der Meister ablegen können. Das ist ja mal was. Dann jetzt schnell zurück. Leider kann man in Risen 1 noch nicht sprinten. Das ist wenig schade.
Gut, dann müssen wir jetzt zu... Ist das Ignatius? Ich glaube, er heißt Ignatius, oder? Und unglaublich, dass einmal wieder das Laden funktioniert hat. Ich bin beeindruckt. Jetzt können wir endlich Magier werden, oder? Magier. Können wir endlich unser Mana nutzen, von dem wir eigentlich nicht viel haben. Nur 50. Wer kann man eigentlich Mana beibringen? Ist es nicht eh eher hier? Vitus? Mana, ja, ja, ist das mit Mana. Aber ich möchte mir noch kurz die Lernpunkte aufsparen. Falls ich sie irgendwie brauche, wenn ich der Magier bin, um Runenmagie zu lernen. Wahrscheinlich brauche ich dann eh 20 Lernpunkte. Nicht nur 15. Wahrscheinlich bin ich dann eh... daneben. Speichern und reden. Ignatius. Ich habe einen Feuerkristall gefunden. Ich habe nicht daran gezweifelt. Wenn du soweit bist, werden wir mit dem Studium der Kristallmagie beginnen. Und wenn deine anderen Prüfungen erledigt sind, werden wir dich in den Bund der Magier aufnehmen. Meister Abrax ist mit mir zufrieden. Gut. Ich habe Meister Cyrus die Artefakte gebracht. Diese Artefakte waren sehr wichtig für uns. Damit hast du dir unser Vertrauen verdient. Sehr schön, wir können da jetzt alles so schön abklicken. Das Rätsel von Meister Vitus habe ich gelöst. Seine seltsamen Prüfungen sind zwar umstritten, aber anscheinend hat es ja geklappt. Meister Illuma hat mich das Schreiben der Spruchrollen gelehrt. Eine Kunst, die dein Leben retten kann. Ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Ja, ja. Meister Pallas hat mir gar keine Prüfung gestellt. Gut, dann wird er das auch nicht mehr tun. Betrachten wir das als erledigt. Ich denke, ich habe alle Prüfungen geschafft. Ja. Ja, das denke ich auch. Du bist jetzt bereit für deine Aufnahme. Wir müssen die notwendigen Vorbereitungen treffen. Hui. Was sind das für Vorbereitungen? Du kannst nur aufgenommen werden, wenn du eine Waffe des Bundes trägst. Dein Novizenstab ist nicht länger angemessen. Lass dir von Carlsen einen Magierstab geben. Ich werde in der Zeit die Magier versammeln. Wir treffen uns dann wieder hier und ich werde dich in die heilige Halle begleiten. Was erwartet mich bei der Aufnahme? Der Inquisitor wird dir einige Fragen stellen, aber keine Sorge, es ist keine weitere Prüfung. Antworte einfach nach deinem Gefühl. Anschließend okay. Wirst du dem Bund der Heiligen Flamme Treue schwören. Und das ist alles? Das ist alles. Sehr schön. Okay, dann wo ist Carlsen? Wo oder wer war ist Carlsen? Ach, das ist der Schmied, natürlich. Wie sieht ein Magierstab aus? Wir haben da auch so einen Kampfstab. Wie, das ist jetzt schon so einer. Dann bin ich etwas entsetzt. Meister Ignatius schickt mich. Ich soll mir eine würdige Waffe abholen. Hey, du hast es geschafft. Eine würdige Waffe bedeutet, dass du ab sofort dabei bist. Tja, ich gratuliere. Warte. Hier ist dein Stab. Tja, dann danke. Dank mir nicht zu früh. Wer weiß, was sie jetzt mit dir anstellen. Es war, glaube ich, genau der gleiche Stab. Ja, na wunderbar. Dafür bin ich jetzt hin und her gelaufen. Aber wir werden jetzt endlich Magier. Also noch einmal speichern. Halt! Kein Zutritt zum Tempel! Da bist du wieder. Und? Bist du bereit für die Aufnahme? Ja. Ich bin bereit für die Aufnahme. Dann folge mir in die heilige Halle. Wunderbar. Wir müssen jetzt wahrscheinlich auch wieder so herumgurken und gehen. Bekommen wir dann auch so eine coole Aroma? Du. Du hast bestimmt noch was anderes zu tun. Ja, und du willst mich nicht mehr so blöd anreden. Hui, das sind die ganzen Was?
Ach, Vitus. Schießt immer aus dem Boden. Die Beschützer der Flamme sind versammelt, damit du den Schwur des Bundes ablegen kannst. Wurdest du geprüft? Ja. Bist du bereit, den Schwur zu leisten? Ja, ich bin bereit. Dann lasst uns beginnen. Wirst du die heilige Flamme, den Bund und seine Gesetze ehren? Das werde ich. Die Ehre des Bundes muss verteidigt werden. Dann maximales Mana, höher, stärker, möglichst besser. Hui, maximales Mana muss ich erhöhen, natürlich. Ich werde den Bund beschützen. Wir kämpfen für die Menschen. Sie sind den Mächten der Finsternis ausgesetzt. Sie vertrauen auf unsere Stärke. Ja, Mana, Mana, Mana. Und ich werde ihnen das Licht bringen. Schwörst du, den Bund und die Menschen mit deinem Leben zu schützen? Ich schwöre es. Schwörst du, dass du uns treu folgen wirst, bis dein Leben ein Ende findet? Ja, ich schwöre es. Dann ist es besiegelt. Durch den Schwur bist du dem Bund verpflichtet. Von nun an ist dein Weg mit dem Bund der heiligen Flamme verknüpft. Maximale Lebensenergie. Maximales Mana. Ich nehme die Lebensenergie. Mana kann ich mir ja beibringen lassen. Treue und Ehre werden meine Gefährten sein. Das Wort, das du in unserem Namen verkündest, wird wahr. Dein Urteil wird gerecht sein. Wer von dir Gnade erfährt, dem ist sie gewährt. Und wer von dir gerichtet wird, der ist gerichtet. Als Magier wirst du deine Kräfte für die Menschen einsetzen. Erfolg, die Aufnahme. Eine Magierrobe. Endlich haben wir es geschafft. Trage diese Robe als Zeichen deiner Würde. Du hast es in sehr kurzer Zeit sehr weit gebracht. Tja, ich bin halt gut. Deshalb wirst du ab sofort für mich arbeiten. Du unterstehst alleine meinem direkten Befehl. Und ich werde dich ins Vertrauen ziehen. Oh je. Was willst du mir anvertrauen? Damit du verstehst, warum ich hier bin, wofür wir kämpfen, musst du einiges erfahren. Ich habe aber auch Fragen. Später. Erst wirst du zuhören. Worum geht's? Die Götter haben uns verlassen. Die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Und wer ist das? Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier, überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Oje. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Na toll, und der geht jetzt in dem Tempo? Ja, das und mehr werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Bis dann. Oder er redet noch. Er redet natürlich noch. Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her.
Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen und das werden nicht wir sein. Folge mir. So, und jetzt bis zur nächsten Folge. Ciao.